Robert Nachbauer, Sie leiten die Übungshäuser. Wie zufrieden sind Sie damit, wie sich das Projekt bis jetzt entwickelt hat? Also ich bin sehr zufrieden, das Projekt entwickelt sich hervorragend in dem Fall. Wir haben so moderne Häuser, wie diese sind, haben wir noch nie gebaut und wir sind jetzt wirklich in der Lage, einen kompletten Bauablauf zu simulieren. Die Vorteile für die Schüler selbst ist, sie lernen natürlich mit den neuesten Materialien zu arbeiten. Sie kommen sehr früh mit der Wirtschaft jetzt natürlich in Kontakt, weil wir diese Fachvorträge haben, wo die Schüler ja mit den Leuten reden können. Wir selber lernen natürlich auch viel von diesen Fachvorträgen. Und weiters natürlich haben wir modernste Technik jetzt drinnen. Also es ist also von Buchsystemen angefangen bis zur Heizung, die heuer neu drinnen ist, bis zu Sicherheitssystemen können wir die Elektronik mit diesen Häusern bedienen, als auch auf der anderen Seite die Bautechniker. Weil die Bautechniker sind ja spätere Entscheidungsträger und müssen Abläufe im Bau erkennen können. Das ist eine gute Idee. So sieht man wenigstens mal was in der Praxis. Es ist halt voll gut, dass man sowas in der HTL macht, weil wir sind ja einer der wenigsten HTLer, die das machen. Wir haben halt zwei Häuser, das heißt dann zwei Gruppen, sieben circa. Und man hat dann halt voll viel Chancen, nur als zum Sachen, von Anfang bis am Ende. Und es ist halt voll gut, dass wir nicht witterungsabhängig sind. Wir sind halt fast jede Woche da, außer es entfällt. Und das ist halt voll gute Praxis für die HTL-Schüler. Ja. Also ich bin persönlich sehr beeindruckt, weil ich eine Ausbildung in dieser Form bisher nicht gekannt habe und nicht gesehen habe. Ich finde es einmalig, dass hier Übungshäuser erstellt werden, dass die jungen Leute hier praktisch selber ein Haus bauen, es mit konzipieren, es zu Ende bringen und dann aber auch nach Erstellung sich wiederum mit dem Abbruch dieses Hauses auch beschäftigen müssen. Und so schließt sich ein Kreislauf und das finde ich eine faszinierende Idee. Ja, das Ergebnis ist ein tolles Ergebnis, darum sind wir eigentlich auch seit allem Anfang dabei. Ich kann mich noch gut erinnern, wo der Robert zuerst noch mit Zucker ist, ein bisschen zu schön grinst und denkt, ja, schauen wir mal. Jetzt sind wir seit allem Anfang dabei und es passt und es ist ein tolles Ergebnis immer wieder, was der Robert und der Erich da speziell leisten. Also es sind jetzt 54 Unternehmen, die diese Häuser direkt gesponsert haben in Form von Materialien. Etwa 140 Schüler waren jetzt dabei über den Zeitraum von 2 Jahren und 11 Lehrer, sehr engagierte Lehrer, waren hier dabei aus Elektronik und Bautechnik, die diese Häuser ermöglicht haben. Also das hat auch bedeutet, dass viele Lehrer auch einmal Überstunden machen mussten, natürlich unentgeltlich, um dieses Projekt überhaupt am Laufen zu halten.